45% der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich eine staatliche Behörde, die Falschmeldungen richtig stellt, hat jetzt eine Standardumfrage ergeben. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch ein Job für mich. Wahrheitsminister, das wollte ich immer schon werden. Eine Visitenkarte haben, auf der draufsteht, Bundesminister für die Bekämpfung der Lüge und die Pflege der Wahrheit. Na, das wäre was. So, wir sind jetzt 5 Monate vor der Nationalratswahl und da sieht die Sache so aus. Es ist nicht undenkbar, es ist nicht mal unwahrscheinlich, dass wir eine schwarz-blaue Mehrheit haben werden und damit auch eine schwarz-blaue Regierung. Und es ist auch, wenn der Herr Kurz partout versucht, jedem Interview auszuweichen, aus Angst, er könnte irgendwas Kontroverses sagen, was dann ihm und seinen formidablen Umfragewerten schaden könnte. Also trotzdem, dass er nichts sagt, ist doch relativ klar jetzt schon, wo die hinwollen. Staatsquote runter von 43 auf unter 40%, hat Kurz jetzt gesagt. Das geht natürlich nicht, indem man dort ein bisschen spart und da ein bisschen spart. Diese vielen, vielen Milliarden holst du natürlich nur weg, wenn du ganz massiv wegsäbelst im Sozialsystem, bei den öffentlichen Infrastrukturen und beim Gesundheitssystem beispielsweise. Hinauf mit dem Pensionsalter, arbeiten bis über 67, Hartz IV für Österreich. Also es ist ja nicht so, dass die nicht ein paar Ansagen machen würden. Und die FPÖ, die sagt in ihrem Wirtschaftsprogramm jetzt schon, wir wollen das auch so. Und die sagt noch ein paar Dinge hinzu, wie beispielsweise Zerschlagung der Arbeiterkammern als Interessensvertretung der normalen Leute. So, das und noch viel mehr, so Gruselansagen kommen von dieser Seite und es werden natürlich noch viel mehr kommen. Und was macht die andere Seite, also sagen wir mal das Mitte-Links-Lager? Na, das macht eigentlich gar nichts. Das ist total überrascht. Konnten wir ja nicht damit rechnen, Neuwahlen, aber wir hätten das ahnen können. Hätten wir das geahnt, hätten wir uns vielleicht darauf vorbereitet. Man ergeht sich in einer Kakophonie an Wortmeldungen. Jeder labert irgendetwas. Nehmen wir nur die SPÖ. Da wird über Rot-Blau diskutiert. Die einen sagen dies, die anderen sagen jenes. Es wird ewig dahergeredet, statt dass man sagt, das ist jetzt die Linie und so ist es. Über Rot-Blau. Tag und Nacht, das eine Thema, nur das eine Thema. Wie absurd ist das denn? Denn eins ist ja, wie immer man dazu steht, doch klar, es ist die unwahrscheinlichste aller Regierungsformen. Denn wie ist denn die Abstufung der Wahrscheinlichkeiten? Also zunächst gibt es mal 2 Varianten. Die eine ist, Rot-Grün-Neos haben eine Mehrheit und es wird möglicherweise dann auch so regiert. Die zweite Variante, die ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber auch das ist nicht völlig ausgeschlossen, dass es sicher ausgeht. Schwarz-Grün-Neos. Wer will das ausschließen 5 Monate vor der Wahl? Und dann gibt es sozusagen die Varianten, die dann zum Tragen kommen, wenn es nur eine Regierung geben kann, aus rechnerischen Gründen, von SPÖ, ÖVP und FPÖ. Also jeweils von 2 von den 3. Ja, aber was ist denn dann? Dann ist natürlich Schwarz-Blau die Variante mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt es immer noch Schwarz-Rot, soll man doch nicht sagen, das ist jetzt für immer ausgeschlossen. Ja, schaut jetzt so aus, aber am 16. Oktober schaut die Welt vielleicht völlig anders aus. Also auch das kannst du nicht völlig ausschließen. Und dann gibt's, wenn die SPÖ es nicht hundertprozentig ausschließt, natürlich noch die Möglichkeit mit der FPÖ. Aber seien wir uns ehrlich, selbst wenn die SPÖ das tun würde wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass die FPÖ es tun würde wollen und dass es aufgrund der Konstellation sich ausgeht, ist 3-4%. Und die labern Tag und Nacht über die unwahrscheinlichste aller Regierungsformen, die vielleicht 3-4% Wahrscheinlichkeit hat. Wie absurd ist das denn? Und ich sage euch was, mir ist das relativ wurscht, was der SPÖ-Chef und Kanzler da dazu sagt. Da gibt es 3 Möglichkeiten, was er sagen kann. Er kann sagen, nie und nimmer mit der FPÖ. Ich habe ihn angetreten mit der Ansage, mit Hetzern regiere ich nicht und dazu stehe ich, also nie und nimmer mit der FPÖ. Er kann sagen, ich strebe eine andere Mehrheit an, ich strebe sozusagen eine eigene Mehrheit jenseits von Schwarz und Blau an, aber in der Demokratie entscheidet der Wähler und wenn es am Schluss nur solche und solche Varianten gibt, dann kann ich natürlich nicht vollständig ausschließen, dass die FPÖ in einer Regierung drinnen ist. Oder er kann drittens sagen, ich strebe eine eigene Mehrheit an, jenseits von Schwarz und Blau und am 15. Oktober wird gewählt und über Koalitionen reden wir hinterher.
Alle dieser drei Varianten kann er sagen, nur er muss irgendetwas sagen. Irgendetwas sagen, damit diese absurde Debatte ein Ende nimmt. Wie lange will man das am Kochen halten? Bis August? Und währenddessen diskutiert ja nicht nur die SPÖ-Führung im engeren Sinn. Kanzler, Bundesgeschäftsführer, die Leute aus den Ländern, die Landesparteivorsitzenden, Pipapo, wer auch immer. Es diskutiert ja gewissermaßen das gesamte politische Milieu links der Mitte. Ist das jetzt ein Verrat der SPÖ, dass sie die Tür zur FPÖ nicht völlig zuschlägt? Oder ist es kein Verrat? Oder solltet sie und müsstet sie? Jössers, alle sind furchtbar aufgeregt. Statt dass man das einzig Richtige tut in einer solchen Situation, nämlich dass man sagt, wenn man eine harte Rechtsregierung verhindern will, dann muss man halt eine Mehrheit jenseits dieser Rechtsregierung erkämpfen. Und das wird kein Kaffeekränzchen, kein Kindergartenausflug, sondern da müssen halt alle an einen Strang ziehen, auf dieses eine Ziel fokussiert sein. Muss man klar sagen, entweder eine Mehrheit von SPÖ, Grünen und Neos, oder es gibt irgendeine Form der Urbanisierung im Land. Entweder Urbanisierung leid oder Urbanisierung nicht so leid. Aber stattdessen, dass man das macht, wird gelabert, wird gestritten, wird ein bisschen kopflos herumgetan, wird auf der eigenen Seite damit ja demobilisiert. Werden auch völlig dysfunktionale Teams zugelassen, wo alle in eine andere Richtung ziehen. Ja? Und es wird herumgemäkelt, was der oder die wieder Falsches gesagt hat. Man gerät sich in die Haare völlig nutzlos, statt dass man das macht, was man tun müsste, die eigene Linie definieren und dann kämpfen, dass man so stark wie möglich wird. Ja, die SPÖ kämpfen, dass sie so stark wie möglich wird, die Grünen kämpfen, dass sie so stark wie möglich werden, die Neos das tun, was sie dazu beitragen können, weil wie ist das denn? Im Moment hätten natürlich, ja klar, Rot, Grün und Neos keine Mehrheit und Schwarz-Blau hätte sehr wohl eine und wenn sie die hat, werden sie wohl so regieren. Aber in 5 Monaten kann das natürlich ganz, ganz anders sein. Ein Swing von 5% in 5 Monaten, das ist eine Kleinigkeit. Vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat man in einer Woche einen Swing von 3% hingekriegt. Ja? Das ist nicht ganz leicht, aber auch nicht so schwer zu machen. Aber eins ist schon klar, wenn man sich ganz blöd anstellt und wenn man sich weiter blöd anstellt, dann ist es natürlich unmöglich.